Willkommen zurück zu einem neuen Video. Heute geht es endlich an Marius Praline weiter. Ihr seht hier erstmal nur, wie man das so ganz gerne macht, ein Dummy-Motor. Das heißt, das ist einfach nur ein leerer Block, ein Kopf und ein Getriebe, damit wir jetzt das Auto für die Saison vorbereiten können. Mhm. Wir sind leider ein bisschen spät, ne? Ja, kamen ein paar andere Sachen dazwischen. Genau, waren leider noch ein paar andere Sachen im Weg, deswegen geht es erst jetzt los. Aber dafür wird es jetzt umso krasser. Hoffentlich. Schritt 1, den seht ihr allerdings nicht heute, ist, es wird für den TTE-Lader neuer Krümmer gebaut. Dafür fahren wir zu Benny hin. Genau. Das geht allerdings erst nächste Woche los. Deswegen hatten wir das Auto jetzt eh gerade auf der Bühne und wollten jetzt uns nochmal Thema Unterboden angucken und Thema Kraftstoffversorgung. Genau. Das ist noch relativ original belassen gerade. Ja, Tank und Pumpe, Tankpumpe ist original. Aber wir sind ja auch hier extrem auf der Suche nach jedem Kilo, ne? Und da die Ideen mittlerweile weniger werden. Ja, die günstigen Ideen. Die günstigen Ideen werden weniger, genau. Noch ist ja alles Blech. Leichtbauhaube ist schon drin, wie ihr seht. Gucken wir uns jetzt den Tank einfach mal an. Genau. Was da so geht. Wir haben eine Waage mit. Wir können ja eigentlich schon mal grob sagen, was wir vorhaben. Problem Nummer 1 ist ja, du willst A, den Tank gerne raushaben. Das zeigen wir gleich, weil du gerne den Unterboden noch glatter machen würdest. Genau. Deswegen war der Tank dir da schon immer ein Dorn hinten im Auge. Und da du ja mit dem Auto dieses Jahr definitiv nur noch Events fahren wirst, können wir den Kraftstofftank auch nach vorne auf die Vorderachse bringen. Ja, die Sache ist halt, dass ich meist eh nur so 10-15 Liter Kraftstoff dabei habe bei einem Lauf. Und ich fahre ein Behältnis für 50 Liter halt spazieren. Mhm. Ne? Und das ist klar, das Auto wird dadurch hinten immer leichter werden. Es gibt auch genug Leute, die es mit Sicherheit kritisch sehen, aber ich würde es gerne probieren. Ich auch. So, Plan ist, Tank hinten raus, schön hinten alles zumachen. Das Ganze machen wir dir in den Carbon, da gehen wir gleich drauf ein. Und der Tank soll am Ende irgendwo nach hier vorne wandern, ne? Genau. Okay. Das ist immer so ein cooler Moment, weil für jeden, der dieses Leichtbauthema betreibt, man kann es immer kaum abwarten. Eigentlich wollte ich gestern schon alles hier abbauen und es wiegen. Aber wir haben uns dann doch gesagt, das ist eigentlich eine ganz coole Sache für ein Video. Deswegen konnten wir heute erst das Video machen und deswegen bauen wir jetzt alles aus und wiegen es dann, ne? Ja. Letzte Stand gewogen waren 922 Kilo, ne? Genau. Was denkst du, wie viel Kilo wir diesen Winter finden? Ich träume... Ohne Carbonteile? Ich träume irgendwie im Bereich 40 Kilo. 40, 50 Kilo, ne? Das wäre schön. Ja, wir gucken erstmal, was der Tag heute mit sich bringt. Mal hoch, oder was? Ja. Man so eine Bühne pimpen kann, dass sie schneller hochgeht? Ja. Oh, hier. Das ist die neue... Die neue WLAN-Kurbelwelle mit dem neuen WLAN-Kupplung, ne? Ja, die hat wenig Reibungswiderstand. So, ja, okay. Hier seht ihr schon mal, was hier so grob los ist. Alles zu. Schöne große Aluplatte. Schön schwer. Original Kraftstofftank. Das ist der Tank, der hier jetzt raus soll. Mhm. Pumpe. Aktuell fährst du eine Intank-Pumpe und die E3L? Genau, Intank-Serie und einen kleinen Catch-Tank. Ah, jetzt ist auch noch ein Catch-Tank drüber. Ja, ja. Okay, das heißt, wir können jetzt eigentlich Platten ab, Tank raus, alles raus. Leitung ab. Leitung komplett ab? Genau. Ah, das ist natürlich, die hast du so schön hier durch den Holm durchgefummelt, ne? Ja, die kriegt man auch einfach wieder rausgezogen. Geht einfach rausgezogen, ja. Okay. Und ja, dann bin ich echt mal gespannt, wie viel Kilo das sind. Alles zusammen. Wollen wir eine Schätzung machen? Traum wäre, wenn ist die... Ist Sprit drin oder leer? Weiß ich aktuell nicht. Ich hatte für den Prüfstand, es war ja eine der letzten Aktionen, das Auto zu messen, nochmal was nachgekippt. Dadurch kann da ein bisschen was drin sein. Aber nach dem Wiegen, lass vielleicht 10 Liter drin sein oder so maximal. Mhm. Ich würde sagen, aber mehr nicht. Müssen wir dann leider gleich irgendwo einmal abgießen. Also ich sage Tank, wenn wir jetzt ohne Sprit ausgehen, Tank, Pumpe drin, Catch-Tank, Pumpe, Leitung... sage ich zusammen 30 Kilo. Ich hätte vielleicht so 20, 25, aber... Fällt natürlich alles nicht weg, weil wir müssen vorne natürlich wieder was hinbauen, ne? Genau. Aber wir haben natürlich so, aber das machen wir nach. Nachdem wir alles abhaben, zeigen wir euch, was wir vorhaben. Ich würde sagen, wir bauen erstmal alles ab. Und dann können wir endlich wiegen. Okay.
das war Teil 1. Jetzt seht ihr hier schön dein altes Kraftstoffsystem. Du warst ja bisher nur Sprit gefahren. Genau. Das heißt, die Auslegung war jetzt nicht so übertrieben krass wichtig. Ne? Aber trotzdem Originalpumpe im Tank. Ja. Die pumpt einfach den Catchtank voll. Wenn Catchtank voll ist, nehme ich an, Rücklauf wieder in den Tank. Einfach genau, das pumpt ganz halt im Kreis quasi. Und hier nur einmal Vorlauf, Rücklauf. Vorlauf, Rücklauf, eine Pierburg-Pumpe, die dann dementsprechend nach vorne pumpt. Und wenn vorne zu viel Sprit ist, geht der Rücklauf wieder in den Catchtank, damit dass der Catchtank immer voll ist. Ne? Genau. Hat eigentlich auch nie Probleme bereitet, so. Okay. Bis 700 PS. Wie lange ist das her, dass du das gebaut hast? Also ich gucke mir den Catchtank mit dir zusammen gerade das erste Mal wieder seit 5-6 Jahren an. So. Okay, das also heißt... Das hängt da schon eine Weile alles. Nostalgisch, was wir jetzt hier abbauen. Heute würde ich es auch nicht mehr mit roten und blauen Verbindern bauen. Ich sehe auf jeden Fall noch jede Menge weiteres Zeug, was wir hier so ein bisschen abbauen können. Wir bauen jetzt alles ab. Ja, wichtig ist, dass ich immer noch ein Lenkrad habe. Genau. Und eine Bremse und dann wird gewogen. So. Es ist alles ab. Und schon sieht so ein Frontantrieb dann Auto doch ziemlich nackig aus. Ne? es ist eigentlich nichts mehr da, außer die Achse und Bremse. Wir haben es jetzt noch nicht gewogen, das machen wir gleich. Der eigentliche Grund, warum Marius das gerne macht, ist ja eigentlich nicht unbedingt wegen Gewicht, sondern ihr habt ja bestimmt hinten schon seinen Dragwing gesehen, der Spoiler da hinten drauf ist. Wir würden natürlich liebend gerne das Gleiche auch noch machen in Form eines Diffusors, um da einfach auch noch mal ein bisschen Stabilität reinzubringen. Mhm. Ne? Aber im vernünftigen Maße. Es soll jetzt nichts irgendwie einen halben Meter hinausstehen. Mhm. Oder so, ne? Also Diffusor hat den Grund, wir halten das einfach mal hier so grob an. Ich glaube hier, das passt schon ganz gut, ne? Wenn man hier so guckt. Da sind wir relativ, können den Unterboden relativ gut gerade bis zur Achse verlängern. Ja. Und jetzt ist das Geile, ohne den Tank können wir hier wirklich sogar in einem recht guten Winkel schräg nach oben gehen. Ne? Mhm. Das hat einfach aerodynamisch den Vorteil, dass die Luft, die unterm Auto durchgeht, nach hinten hin auseinandergezogen wird und in dem Moment das Auto ein bisschen Anpressdruck bekommt. Zusätzlich können wir längs auch noch ein paar Finnen reinmachen. Das heißt, die Luft fängt auch nicht hinterm Auto an zu verwirbeln, sondern wird halt schön unterm Auto rausgeführt. Ich glaube, sogar mit einem guten Diffusor kriegt man auf der Hinterachse definitiv mehr Anpressdruck als das, was wir jetzt an Gewicht weggenommen haben. Mhm. Also das ist wirklich jetzt annähernd optimal, glaube ich, was man hier diffusormäßig bauen kann. Ne? So, wenn man so die Schräge macht und den dann bis hier so verlängert, ne? Dass er so 10 cm raussteht. Ja, also er sollte so abschließen mit der Stoßstange, wie sollte ich das vor? Genau. So, ne? Dann kommen wir, würde ich tippen, ungefähr hier auf den Ausschnitt, wie für die Endrohre da. Wie für die Endrohre war. Ne? Das heißt, das Ganze sieht dann auch nicht zu krass später aus. Mhm. Wird natürlich auch wieder ein gutes Stück Arbeit, weil wenn man wirklich 10, 20 Kilo Anpressdruck hinten erzeugen will, heißt das ja, dass in dem Moment 10, 20 Kilo dran gezogen wird. Mhm. Das heißt, das Ding kann natürlich nicht hier so rumlabbern, irgendwie so halb fest sein, sondern das Ding muss dann richtig fest sein. Ne? Aber gut, ich habe ja ein paar schöne Punkte, Auspuffhalter, Tankhalter. Der bietet sich natürlich auch perfekt an hier. Ja. Irgendwie sowas. Hier kann man rangehen, überall. Ja. Genau. Ja, das wird auf jeden Fall immer wieder erschreckend, wie so ein Auto nach ein paar Saison von unten aussieht. Ja. Die Flugplätze sind halt nicht die saubersten. Ne, wäre mal Zeit für Trockeneis hier. Dann wäre er wieder blank. Ja, so, wir haben zwei Varianten zur Auswahl, wie wir das Ganze bauen. Artium hat mal ein paar Probeplatten gemacht. Das ist einmal vierlagig Carbon. Schon krass, ne? Und das ist zweilagig mit einer Sandwich-Platte dazwischen, also mit einer Sandwich-Lage, das seht ihr hier so ein bisschen. Das ist ein Schaumstoff, der dazwischen kommt, der sich damit Harz voll saugt. Diese Platte ist natürlich hart wie ein Brett. Mhm. Ist allerdings im Verhältnis zu Aluminium nicht mehr so viel leichter. Mhm. So, das ist, glaube ich, die Variante, wo man gewichtsmäßig am meisten rausholen kann. Ich finde es krass, weil es ist ja nur so 0, was mag das sein, 0,5? Ja, das ist auf jeden Fall dünn. Das ist und dafür dünn ist so und leicht. Und ich vermute, wir werden dann an diese Platte ein paar Profile machen, ja, die wirklich gar nichts wiegen und schon ist das Ganze bombenfest. Ne? Ja.
Ja, okay. Das heißt, so muss hier eine Platte ran und anschließend kommt so die Finne, ne? Ja, so war der Plan. 3, 4 Stück so, weiß ich nicht. Was ja, 4, ne? 4 würde ich sagen. Das wird natürlich dann Chef aussehen von hinten, ne? Oder peinlich, wir werden es hinterher sehen. Nee, ach, das wird schon geil. Also mir persönlich, das ist ja auch den, ich hätte das liebend gerne bei meiner Limo auch immer gebaut, weil es halt einfach Sicherheit bei hohen Geschwindigkeiten bringt. Geht bei mir bei der Limo aber absolut gar nicht, weil bei mir der Tank noch weiter rausguckt beim Quadro. Das heißt, der Tank ist hinten fast die tiefste Stelle. Mhm. Das heißt, ich könnte erst hier so anfangen, schräg hochzugehen, das bringt rein gar nichts. Und so ab Achse nach hinten zu gehen, wir können uns ja noch mal ein bisschen schlau lesen. Oder, jetzt kommt's, unter euch ist bestimmt einer, der richtig Plan davon hat. Geil wäre, wenn uns einer von euch sagen könnte, was für einen Winkel wir hier machen müssen, damit das für unseren Zweck, wir wollen nicht immer Kurve fahren, das Auto soll nur sicher 300 fahren, perfekt wäre, ne? Ich würde jetzt mal so aus dem Kopf sagen, was werden das sein? 15 Grad hier? Boah, 10? 10 hätte ich jetzt auch so gesagt. 10, 10, so, ne? 10 Grad können wir anbieten. Mhm. Mehr geht eh nicht. Vielleicht ist schon zu viel. Glaube ich auch nicht. Und die nächste Frage wäre, wie weit sollen wir den nach hinten rausziehen? Ob bis zur Stoßstange oder noch weiter? Und so weiter. Ja, wird auf jeden Fall ein geiles Projekt. Werden wir auf jeden Fall auch begleiten. Weil da sieht nach jeder Menge Spaß aus. Ja, muss ich auch langsam jetzt sputen, weil so ein paar Sachen wollte ich dieses Jahr eigentlich noch fahren. Ja, ja, ja. Aber ich glaube, das wird, sobald Artyom die Platten fertig hat, geht das los. Ja, ja, jetzt spannender Moment, jetzt lass mal wiegen. Wollen wir ins Handy tippen irgendwie oder müssen wir, ne? Weil so viele Sachen auf einmal können wir ja nicht. Ich würde sagen, wir wiegen. Huch. So. So, also. Wir fangen an mit Vorlauf, Rücklauf. 1450. Mhm. Jetzt versuchen wir da mal irgendwie diesen Tank drauf zu würgen. 9,45. Wobei der Tank liegt da jetzt eigentlich so schön drauf gerade. Wir können es doch anders machen. Sprit haben wir übrigens alles rausgelassen. Ist jetzt komplett leer. Alten Trick. Einfach plus minus auf die Pumpe gehen. Schon läuft alles raus. Ja, du brauchst theoretisch nicht. Ja, habe ich jetzt auch gerade. Ich wollte nur einmal noch, ich habe kontrolliert, ob es hat gepasst. Ja, ich befürchte, meine Schätzung war auf jeden Fall weit daneben. Da war ich mit dem Audi-Tank auf jeden Fall zu verwöhnt. So, ein paar Schrauben haben wir noch. So, 18,3. Jetzt müssen wir gucken, wie wir die danach. Ich würde sagen, die wiegen wir extra, das wird so nichts. So, 18,4 plus. Jetzt können wir es wieder runternehmen. 18,4 plus 3,2 sind 21,6 Kilo. Ja. Knappe 22 Kilo. Ich habe 30 gesagt, du 20. Sind wir immer in dazwischen, ne? Ja. Oder hatte ich 30 gesagt? Eitung, sage ich zusammen 30 Kilo. Ich glaube, sehen wir nachher. Egal. Sind aber immerhin 22. So, ich lasse mal ein bisschen das Auto runter. Unser Plan ist es jetzt, nach Möglichkeit das Gewicht
vor die Vorderachse zu bringen, dass wenn du beschleunigst und das Auto vorne hoch will, man möglichst einen langen Hebel hat, der das Auto wieder nach unten drückt. Mhm. Ist nicht viel, aber wenn man in kleinen Bereichen viel machen kann, deswegen machen wir das jetzt. Die einzige Stelle an dem Zweier ist, glaube ich, hier. Ja, wir werden da irgendwie noch mit dem Druckrohr lang müssen wahrscheinlich, deswegen. Genau, das heißt, dieser Bereich hier, wenn ihr hier von vorne reinguckt, ist jetzt wieder für Marius goldene Hände der Karosseriebau gefragt. Ja, das wird dann hier hinter irgendwie so. Genau, da muss jetzt irgendwie ein L-Tank rein mit maximal viel Volumen. Zusätzlich müssen noch zwei Pumpen rein. Wir haben eigentlich bei uns im Sortiment solche fertigen Tanks, Catch-Tanks, wie auch immer. Wird natürlich mehr Aufwand, den jetzt anzupassen, als gleich einfach neu bauen. Ne? Ja, ich brauche nur die Flansche irgendwie. Ne? Das heißt, wie gehst du jetzt hier vor? Pappe auf jeden Fall. Und dann bauen wir hier so ja, das Maximum an Raum rein, was irgendwie geht. Mhm. Nicht zu tief. Nicht, dass man als erstes einen Tank aufsetzt. Trauen wir irgendwie sowas 8 bis 10 Liter da reinzukriegen. Ne? Mhm. Okay, das heißt, du fängst jetzt richtig an, einzelne Pappen von jeder Seite zu machen, aus Alu. Ja. Das Ganze wird am Ende verschweißt. Genau. Dann machen wir auf jeden Fall noch irgendwelche Schwallbleche rein, weil die Pumpen sollen ja am Ende, die Pumpen sollen ja schon am Ende irgendwo, ich sag mal hier so zwei Stück sitzen. Genau. Dass du dann einfach von hier nur noch ganz kurzen Weg, Vorlauf, Rücklauf fertig. Ne? Genau. Werden sich viele fragen, wie wir das Ganze am Ende betanken. Das zeigen wir dann am Ende. Da gibt es aber schon eine Lösung für. Und ja, wir können ja mal sinnbildlich einfach diesen Tank hier draufstellen. Ja, ich sag mal, das sind jetzt 1,3 Kilo. Den Tank, den du bauen wirst, der wird wahrscheinlich am Ende irgendwo so bei 2,5 Kilo landen. Plus zwei Pumpen drin, sind wir irgendwo so bei 5 Kilo. Das heißt, unterm Strich haben wir auf jeden Fall über 15 Kilo gespart. Ne? Ja. Was bei dem Auto knappe 2% sind vom Fahrzeuggewicht. Gut, bisschen Carbonplatten, ne? Ganz... Nichts wegen Turnier. Okay, ja klar, natürlich noch ein bisschen Carbon, aber dafür haben wir natürlich dann den Effekt hinten, dass es auch was bringt. Ne? Ja. Ja, wie ihr seht, es wird nicht langweilig. Wir lassen uns immer wieder irgendwas Geiles einfallen, was man dann doch noch hier so bauen kann. Als nächstes könnt ihr euch darauf freuen, dass wir erstmal, beziehungsweise nicht wir, sondern Marius mit Benny zusammen, hier einen Krümmer für bauen. Genau. Das ist das nächste, ne? Dann kommt das Auto zurück zu uns. Dann fangen wir an mit Tank, Verrohrung, Ladeluftkühler. Genau, so Kühler wollte ich dieses Jahr auch einen neuen bauen. Ladeluftkühler, genau. Ja, wird geil. Wir haben noch jede Menge zu tun. Bisschen ist es noch. Wir sehen uns demnächst wieder.